Du möchtest schnell, einfach und kostenlos ein Intro erstellen für deinen YouTube-Kanal, ohne Programme, die kompliziert aussehen oder kompliziert sind, dann bist du hier genau richtig. Ich zeige euch, wie das funktioniert nach dem Intro. Yeah. Wir befinden uns nun auf der Seite Panzsuite oder Panzsoid. Auf jeden Fall verlinke ich euch die Seite in der Videobeschreibung. Und hier können wir uns Vorlagen raussuchen für unser Intro. Wir nehmen einfach mal das hier. Und dann öffnet sich die Seite und dann müssen wir auf Open Clip Marker klicken. Und da öffnet sich ein neuer Tab, der lädt erstmal ein bisschen. Und ja, warten wir kurz ab. Aha, okay. Wenn wir das hier haben, ganz wichtig ist, um das Intro zu sehen oder abzuspielen, müsst ihr erstmal auf das Auge klicken, damit verschwinden die Linien und der Rest. Und dann können wir erstmal auf Play klicken. Genau, das war einmal das Intro. Und um das zu bearbeiten und euren Namen einzufügen, müsst ihr einfach hier auf Objects klicken. Und hier in der Leiste die Gruppe Text raussuchen. Das ist es hier. Und ja, und bei Text müsst ihr einfach die Buchstaben durch eure gewollten Text oder halt Buchstaben ersetzen. Ich kann das einfach mal machen. Ich ersetze einfach mal die Buchstaben durch irgendwelche. Ich mache einfach mal hier ein T hin. Das müsst ihr dann überall, wo der Buchstabe steht, müsst ihr auch diesen ersetzen, sonst ist das später alles durcheinander. So, das mache ich einmal schnell. Das war jetzt ein kleines T, das darf nicht passieren. Dann sieht man das hier, dann ist das sieht das halt komplett falsch aus und anders. Und Gruppe O machen wir. Ich schreibe auch mal das Wort Text. Test. Machen ein großes E, Enter. Wichtig ist, dass ihr immer Enter drückt, weil sonst wird dieser Buchstabe nicht übernommen. Enter. Dann haben wir hier einmal das S. So. Und zum Schluss einmal das T. Nochmal. Enter. 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 So, und dann haben wir hier noch. Ja, push mal wieder. Ja, zum Schluss seht ihr nochmal Name. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Das sind nämlich die anderen Buchstaben hier. Die hier. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt halt euren Namen reinschreiben. Und ja, wir können hier noch die Kameraposition ändern oder halt hier nochmal bei Objects, zum Beispiel wenn euer Wort zu lang ist oder zu klein, dann könnt ihr das hier immer noch ändern. Und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt 30 mache, dann ist das T jetzt zum Beispiel größer und das müsst ihr halt auch bei jedem Buchstaben machen. Und ja, ist ein bisschen zeitaufwendig, aber besser als jetzt mit Cinema oder After Effects da komplizierte Intros zu erstellen. Und ja, wenn ihr dann alles fertig habt, unter anderem könnt ihr auch noch Musik ändern. Ja, wenn ihr dann zufrieden mit eurem Intro seid, könnt ihr hier einmal die Qualität auswählen, in das Video am Ende sein soll. Ich würde euch empfehlen, Good Quality. Es rendert ziemlich schnell, weil es rendert über die Website und das ist jetzt nicht besonders gut. Und Extreme Quality rendert ziemlich lange, bei mir glaube ich eine Stunde. Und am Ende ist es nicht viel besser als die Good Quality, die in 2-3 Minuten rendert. Das können wir jetzt einmal machen, wenn wir Good Quality und starten die Render. So, das Rendern ist jeden Moment fertig. Und wenn das fertig ist, können wir hier einfach das Video downloaden. Dazu öffnet sich ein neuer Tab und da müsst ihr einfach nur noch abwarten und der Download beginnt automatisch, wie wir hier unten sehen. So, wenn wir wollen, können wir uns das einfach mal auf den Desktop ziehen. Im Moment, oder halt einfach starten. Ja, das war unser Intro. Und so leicht ist es. Wir können dann testweise nochmal eins machen. Einfach mal gucken, was es noch so Schönes gibt.
Was sieht denn hier immer cool aus? Was ist das denn hier schönes? Gucken wir mal. Also wie gesagt, ganz wichtig, das Auge anzuklicken, damit das hier alles verschwindet. Kann man das bei dem Intro nochmal machen. Wie gesagt, auf Objects klicken, hier den Text raussuchen und bei dem Text halt nicht bei Group ändern, sondern ihr müsst bei dem Feld Text den Buchstaben ändern, sonst bringt das nämlich nichts. Da gehen wir einfach nochmal Test ein. Und jetzt einfach mal einen kleinen. Unter. So, das könnt ihr halt beliebig nach eurem Namen machen. Und ja, ist eigentlich relativ einfach. Ist nicht dieses ätzende Cinema und dann After Effects. Ja. Das ist sofort bestritten, ist das besser mit After Effects und Cinema, weil man da noch viel mehr Sachen mitmachen kann. Ich sehe gerade, wie drücken. So, dann heißt es einfach S. Ah, ich habe die Buchstaben vertauscht, ne? Ach, man kennt ihn. Egal. ja, ich habe die Buchstaben jetzt komplett. Egal. Das ist sofort. Und ja. Wie gesagt, dann hier auf Download klicken, weil ich sie auswählen und auf umdrehen und runterladen. Ja, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, es hat euch weitergebracht. Und es ist relativ einfach und zum Einsteiger perfekt, wenn man einmal anfangen ein Intro haben will. Und ja, dann würde ich sagen, lasst doch eine Bewertung da, kommentiert auch, was ich besser machen könnte. Und ja, gute rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.